Herzlich willkommen zu Tag 27 der Reise eines Redners. Heute spreche ich darüber, was für mich diesen Vlog so einzigartig macht, die Reise eines Redners und was es wirklich in meinem Leben verändert hat. Und ich möchte das am Beispiel von drei Punkten skizzieren, die ich für mich festgestellt habe, so wertvoll sind, einfach weil ich mich täglich damit auseinandersetzen darf. Der erste Punkt, der diese Reise für mich so einzigartig macht, ist, dass das Reden für mich bedeutet, im Moment zu sein. Das heißt, wenn ich diese Videos einspreche, dann geht es um das Wort in diesem einen Moment. Also quasi spreche ich ja von Wort zu Wort und da geht es nicht darum, was jetzt in einer Stunde alles passiert oder was heute Vormittag noch passiert ist, sondern es geht nur um dieses eine Wort, das gerade aus meinem Mund kommt und die nächsten Wörter, die dann noch folgen werden. Und so ist es eigentlich ein geniales Bewusstseinstraining, ja, wirklich wieder in diesen Moment anzukommen. Und das beginnt für mich auch schon mit der Vorbereitung eines Videos, dass es wirklich ja, darum geht, im Moment zu sein und in mich hineinzuhören, was gerade Themen sind, die mich bewegen und über die ich sprechen möchte. Da sind wir schon beim zweiten Punkt, dass ich über Themen spreche, die mich an diesem Tag bewegen, berühren, inspirieren oder vielleicht auch ärgern. Und so ist es auch eine Art und Weise für mich, gewisse Dinge zu verarbeiten, die mir tagsüber begegnen und dadurch auch ein tieferes Bewusstsein und Verständnis dieser Themen zu erlangen, indem ich sie für mich strukturiere, mir meine Gedanken dazu mache und das Ganze nochmal sinken lasse. Und indem ich die Themen ausspreche und meine Beispiele aus meinem Leben darin einfließen lasse, wird das Ganze noch viel greifbarer für mich und viel nachhaltiger, ja, umsetzbar. Der dritte Punkt ist, dass das Reden für mich in diesem Vlog auch wie ein täglicher Reminder ist, ja, die beste Version meiner selbst zu werden. Dass es tagtäglich darum geht, ja, mich gewissen Themen und Herausforderungen zu stellen. Und es geht nicht darum, Views zu generieren, Likes zu generieren oder ja, eine besondere Form von Anerkennung jetzt durch diese Videos zu erzielen, sondern für mich steht der Prozess im Vordergrund, ja, und ich merke einfach, wie sich jetzt in den letzten Wochen das immer mehr auch so dargestellt hat, dass ich wirklich aus diesen Videos nicht nur das Reden üben darf, sondern auch wirklich merke, wie es meine Persönlichkeit auch weiterentwickelt und wie ich eine ganz andere Präsenz auch habe. Ja? Das bedeutet allerdings nicht, dass jetzt jeder Tag irgendwie eitel Sonnenschein ist und ich nur so vor Energie und Ideen sprühe, sondern ja, heute zum Beispiel ist auch so ein Tag, wo ich mich gefragt habe, ja, was rede ich denn heute oder mache ich das jetzt wirklich jeden Tag weiter? Wie lange mache ich das noch? Ich kann es ja heute nicht sagen, aber was ich wieder festgestellt habe, ist, dass es doch etwas gibt in diesem Vlog, in diesen täglichen Videos, die ich hier aufnehme, die mich daran erinnern, was mein Ding ist, was meine Fähigkeiten sind, was meine innere Sonne zum Strahlen bringt. Und ich glaube, dass die Kraft der Worte zum einen ja, mir selbst tagtäglich so ein Reminder sind, wirklich die beste Version von mir selbst zu werden. Und gleichzeitig glaube ich daran, dass indem ich meinen Weg teile und die Themen, die mich bewegen und die Geschichten aus meinem Leben erzähle, dass
dadurch gleichzeitig auch andere Menschen, dass du ja dich auch darin wiederfinden kannst und vielleicht auch etwas für dein Leben mitnehmen kannst und so auch die Worte dich berühren, motivieren und inspirieren. Genau, das waren meine drei Punkte, die für mich diesen Vlog, die Reise eines Redners, so einzigartig machen. Und nochmal zusammengefasst, der erste Punkt ist, dass es darum geht, reden bedeutet bewusst im Moment zu sein. Es zählt nur dieses eine Wort in dieser Sekunde und was danach kommt. Moment für Moment, Wort für Wort. Das zweite ist, dass es darum geht, Dinge zu verarbeiten, die mir an diesem Tag begegnen. Ja? Also ich stehe morgens auf und lasse mich einfach inspirieren, welche Themen jetzt an diesem Tag kommen. Und der dritte Punkt ist, dass es wie so ein täglicher Reminder ist, für mich ja die beste Version von mir selbst zu werden. Und ja, es ist einfach, es lebt vom Machen und nicht von der Perfektion. Ja? Und so wie ich diese Worte spreche, strahlt die Sonne auch hier von links herein. Und ja, als ob es so wie so eine Erleuchtung auch ist. Und egal, was die Bildqualität jetzt, was es für eine Auswirkung hat auf die Bildqualität, wie auch immer, ja, vielleicht bringt es das Herz hier auf meiner Brust noch mehr zum Strahlen und fördert auch noch meine Ausstrahlung. Wenn es so sein sollte, ist es doch umso schöner. Genau, das mein Video an Tag 27. Schön, dass du heute wieder dieses Video angesehen hast und ich freue mich, wenn du weiter ein Begleiter bist auf der Reise eines Redners und wenn du durch meine Erzählungen und Geschichten auch etwas für dein Leben mitnehmen kannst. Ich wünsche dir einen wunderbaren, genialen Tag. Alles Liebe, dein Friedrich.